Einen mehrmäßig guten Tag wünsche ich euch bei einer weiteren Folge Road to 30. Im Nachhinein fällt mir gerade auf, wie bin ich darauf gekommen eigentlich, auf diese Begrüßung? Ich weiß es nicht. Ja, es tut mir sehr leid, dass in den letzten Folgen der Ton wirklich so voll für den Arsch war. Aber jetzt ist es direkt wieder viel besser. Oh, da ist ein Froschi und ein Vogel? Ja, ein Vogel. Jetzt sollte auf jeden Fall wieder besser sein. Ich habe jetzt den Ingame-Sound nochmal leiser gestellt und die Probleme mit meinem Mikro so weit behoben, wie ich es konnte. Ich habe ja keine Ahnung, was das für Probleme waren, aber egal. Ich bin Level 26 inzwischen. Ich habe zwischen der letzten Aufnahme und der hier halt alleine noch ein bisschen gespielt. Ja, ich spiele 6 in der Mitte, weil das gerade offen war, in Anführungszeichen. Ich werde wahrscheinlich danach noch ein Match aufnehmen und dann Shyvana im Jungle nehmen, weil ich habe die Tage viel gejungelt. Einfach aus dem Grund, das war immer so voll übertrieben, dass irgendwie jeder Mitte geschrieben hat und das heißt, ja halt, alle haben sich voll gestritten in die Mitte und sowas und dachte ich mir so, ja okay, nehme ich Jungle, kann ich zwar nicht so, aber man kann es ja lernen und das ist echt okay und ich habe ein Echo in der Mitte. Ich hasse Echo in der Mitte, ich habe auch einmal als alleine gespielt, habe ich schon gegen Echo gespielt und naja, das war der Horror, beziehungsweise, also er ist einfach stark. Oh nein. Hallo, verpiss dich, Junge. Ach, das war der dritte Auto-Attack. Oh. Oh, weißt du, wenn ich ihn mal poken will, dann läuft er weg, ey. Ohne Scheiß. Ist okay, Echo. So ein Tipp gegen Echo. Wenn das Ding zurückfliegt, macht das mehr Schaden, als wenn es hinfliegt. Das ist sehr gut zu wissen. So, ich versuche ein bisschen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich versuche ein bisschen zu tryharden. Und genau in dem Moment verkacke ich einen Minion. Und der hat auf einmal total schnell viel Leben abgezogen bekommen. Aber hey. Einfach farmen, das ist voll okay. Das Problem ist, wenn er so weit unter den Tower pusht, dann wird er nichts mehr mit farmen hier so richtig. Ah, natürlich. Okay. Oh Gott. Gut, jetzt habe ich noch hier ein, zwei verkackt, aber ist nicht so schlimm. Was macht er? So, ich will den unbedingt haben. Na was? Junge, was macht der für einen Schaden? Ey, der muss unbedingt genervt werden. Riot Games, please. Ist noch schlimmer als Rise. Alter, und ich verkacke gerade. Ja, was ist denn los? Die kriegen immer so ganz plötzlich übelst viel Schaden. Also das sollte im Jungle ja nicht gerade passieren. Also Shyvana ist echt super einfach im Jungle. Selbst für mich als Jungle-Anfänger war die wirklich ziemlich einfach. Deswegen, das ist natürlich nicht so gut. Gut. Ich hatte gar nicht gesagt, wie wir haben Jax gegen Rengo, Quinn ADC gegen Jinx ADC. Thresh Support gegen Blitzcrank Support. Also eigentlich ein ziemlich gutes Team und hier halt mein Matchup. Aber das sieht man ja. Nee, Echo, geh sterben, bitte. Aber ohne Witz, das ist echt einfach. Gut, als ich das erste Mal jetzt gejungelt habe, ich war so dermaßen nervös, weil ich halt vorher noch nie gejungelt habe. Und ja, aber es war vollkommen okay. Was versucht die jetzt hier? Ach, egal, ich bin gerade total abgelenkt. Oh, warte, Echo hat. Ach, der hat nur 13? Lol. Kann der nicht lasten oder was? Ist halt sehr schwer, ein Echo anzupoken. Am besten mit der Passiven ein bisschen anpoken, das ist immer gut. Also halt diese eine Auto-Tech, die mal mehr Schaden macht, dann auch. Ist ja sowas ähnliches, oh Gott, wie bei dem. Das war knapp. Ich will nur nicht gehittet werden davon. Das war sehr gut, das war sehr, 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 sehr gut. So, das macht ja auch Schaden, das pokt ja nicht nur, das schiebt ja nicht nur weg, das ist ganz gut. Das war verkackt, das war ein bisschen sehr verkackt. Auch passend für Early Ganks. Man weiß ja nie, die haben im Jungle nämlich, hab ich schon gar nicht gesagt, einen Wukong. Ja, ich kann Wukong im Jungle gar nicht einschätzen, weil ich so einen Gegner eigentlich nie habe. Du musst auch passen, nicht, dass er irgendwas versucht mit seinem Stun oder so, das wäre natürlich nicht so geil. So, gut. Ah. Ich habe ihn eingesetzt.
Oh Gott. Jetzt nur nicht nervös werden, weil er geht wahrscheinlich jetzt back. Es ist ganz gut, dass er back geht, weil dann kann ich jetzt in Ruhe ein bisschen farmen. Ey. Ohne Witz. So viel zu farmen, ne? Oh, da ist der Wukong. Ich hab genau seinen Sweeper gesehen. Wow. Boah, Junge, geh weg aus meiner Lane. Du dummer Kack-Jungler, ey. Okay. Er will mir einfach nur auf den Sack gehen mit seinem scheiß Redbuff. Oh Gott, das Echo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ist auch ganz gut. Ja, ich habe hier noch ein paar Minions jetzt kommen. Warte, 30 zu 23. Ja, ich habe halt gerade ein bisschen verkackt, auch was das angeht. Muss ich jetzt mal ganz offen und ehrlich zugeben. Also was die CS angeht, weil ich hätte das viel besser machen können. Aber da kam halt der Wukong. Das war nicht so gut. Was macht die Shyvana, bitte? Man kauft sich das Counter-Jungle-Item. Man kauft sich nicht das Counter-Jungle-Item. Geh einfach weg. Feed nicht meine Lane. Bitte. Ich hasse es, wenn ein Jungler kommt und meine Lane feedet. Ah, kann ich kotzen. Weil ich kann meine Lane immer. Das ist das. Ich verteidige meine Lane immer ziemlich okay, ja. Und dann kommt der Jungler, weißt du, und feedet komplett rein. Und ich denke mir so, ja, danke, ne. Ist okay. Wow. Dieser Schatten von Echo war ja gerade gar nicht buggy oder so. Hauptsache, der Wukong hat da schon die ganze Zeit gesweepert. Danke. Oh. Der hat gerade irgendwie voll die Mana-Probleme. Außer der ist schon gekauft eigentlich. Ein Saphir-Kristall? Hä? Was will der bauen? Word of Ages ist genauso dumm wie ein, wie eine Träne. Also beides ist nicht schlau. Alter, ich verkacke so die Last Hits, ey. Das ist unglaublich. Haha. Ach, wie sein Dash gerade benutzt hat, um von meiner Auto-Attack wegzukommen. Das finde ich wirklich ganz gut. Süßer Echo. So, Echo. Du hast keine Chance gegen den Meister. Meine ganzen Last Hits. So, ist okay. Wie sieht es bei den anderen Lanes so aus gerade? Ja, ziemlich ausgeglichen. Jax hat halt den gegen den Rengo ganz gut gemacht. Ich muss halt aufpassen wegen seiner Ult, weil die kann halt doch noch ziemlich krass reinhauen. So, wenigstens damit ich die ganzen Last jetzt noch bekomme, so halbwegs. Wow, war natürlich sehr gut. Oha. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, bitte. Bot. Das heißt, der Wukong war gerade unten. Ist natürlich auch sehr gut. Der hat keine Mana. Gerade. Das ist geil. Und Lars wird verkackt. Und der kriegt jetzt auch gerade keine. Ich muss mich drauf konzentrieren. So viel zu konzentrieren, ne? Komm schon, please. Wo macht das hin? Ja, ist okay. So, meine ganzen Last Hits. Ich weiß nicht, was Shyvana hier will. Okay, ne? Jetzt lauf fast, dass der Wukong nicht kommt. Jetzt geht er back, weil ich würde ihn jetzt einfach gerade, ich hätte mich jetzt geultet. Und dann wäre auch ganz gut gewesen. Crap. Ah! Okay. Away.
So, noch ein bisschen die Minions auspushen. Was ein hässliches Try hat, das war echt nicht gut. Ja, ich wollte einfach nur gerade ein bisschen auspushen. Flamed mich nicht des Todes, ich wollte es einfach nur hier hübsch alles machen, so. Einfach mal predikt, dass er da lang läuft. Komm schon, Tower, please. Sind ich noch da? Echo von der Seite, Echo von der Seite, Echo von der Seite. Jax! Jax, Vorsicht, Jax, Vorsicht, Jax, Vorsicht. Einfach nur zurück, einfach nur weg, weg, bitte, 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 weg. Bitte, einfach nur weg. Komm! Oh mein Gott. Okay, 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 gut. Ah, ich danke ihm, ich danke ihm. Ah, ich kann mir Mirellus leisten, sehr gut. Das ist ein richtig guter Power Spike vor allem. Ja, ja, ja. Jetzt ist der Echo da oben die ganze Zeit, lol. Auch irgendwie dumm. Wow. Und die Shyvana hat gemeint, First Time Jungle, ne? Und ich sag jetzt einfach, sag's mal so, Shyvana ist nicht schwer. Als ich First Time gemacht habe, lief's auch ziemlich gut. Und ich wurde nicht executed und sowas. Meine Gangs waren ziemlich okay. Gut, ich habe halt die theoretische Erfahrung. Im Jungle. Das ist das. Mir fehlt dann nur die Praxiserfahrung. Aber das ging sogar noch, ja. So. Einfach mal die Ult dafür benutzt. Hauptsache, ich habe gerade so ziemlich viel Minion-Schaden eigentlich bekommen. Das war wirklich ziemlich viel, wenn man es so sieht. So, gucken, dass der Echo jetzt nicht kommt hier. Ah, da kommt... Warte, der Rengo... Da kommt Wukong. Oha, wie er irgendwie alles versucht. Alter, wie er mich ultet und smitet und sowas. Nein. Nein! Fuck you! Alter! Es ist scheiße mit so einem Fuck-Jungler, ey. Ohne Witz. Oh, warum hat... Vor allem... dann hat sogar noch irgendwer gesagt, ja komm, lass tauschen, dann geh du Support und ich geh Jungle. Und das hat die Person einfach ignoriert. Das war das. Ja, wenn man Jungle gar nicht kann und dann sowas angeboten wird, dann nimm das doch an, ohne Witz. Das ist nicht schön. Man braucht einen guten Jungler. Einfach für, man braucht Vision, man braucht ein bisschen gute Gangs und sowas, weil, und Counter-Gangs, keine Ahnung. Vor allem, die kauft sich das Counter-Jungle-Item, aber war noch kein einziges Mal im anderen Jungle. Und die kauft sich ein vampirisches Zepter und dann noch ein, wie heißt das Ding? Hier, ein Dagger. Das ergibt auch keinen Sinn. Nee. Ja, der Jax macht halt auch noch ganz gut gegen den Rengo, so ist das nicht, aber... Oh, jetzt kommt die noch hier hin, klaut mir meine Farm und sowas. Gut, ich hab halt dafür mehr Farm als der Echo, das ist ganz gut. Hauptsache, der Wukong nicht, hat ihn auch fast getötet und so, aber nö. Ist okay. Oh Mann. Will die Drake machen oder was? Ja, ich kann nicht. Lass mich in Ruhe, bitte. Schon wieder die Scheiß, schon wieder so ein Gank hier und das kann nicht wahr sein. Der hat jetzt einen Lichbane. Es ist eigentlich okay, dass er einen Lichbane hat. Das ist nicht so tragisch, komme ich gegen an. Nur jetzt zittert er die ganze Zeit die Midlane, weil er merkt, dass der Echo ein Scheiß. Kackspieler ist und der Echo nix kann alleine. Und es ist auch so. Oh, wahrscheinlich kommt er jetzt wieder von der... Ach ne, der ist da unten. Okay. Hier ist Miss... Ah. Runde läuft an für sich gut, nur dann wieder sowas hier. Deswegen hasse ich halt diesen Nicht-Elo-Bereich. Mit den ganzen Leuten, die immer diskutieren für die Lane und sowas. Keine Ahnung. Dann mache ich halt vor allem
wenn ich jetzt irgendwer beschwert und ich habe gepinkt, dass Echo nicht da ist, ja. Ohne Witz. So, dafür hat er aber seinen Tower verloren. Selbst schuld. So. Ja, danke, Bombe. Hüpf einfach über den drüber. Ich gehe mal kurz ein Stück zurück. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob ich im 1 gegen 1 Chance gegen den habe. Alter. Lol. War das Ignite? Hä, habt ihr das gesehen? Was denn? What? Weil dadurch ist der Head schon ziemlich hoch. Das ist das Problem. Ich kaufe jetzt mal meine Schuhe. Weil der hat, soweit ich weiß, keine Wards. Deswegen kann die einfach von der Seite eigentlich kommen. Was kauft die sich denn? Warum? Was kauft die schöne Scheiße? Vom Devoria. Man kauft sich einen Cinder halt. Man baut die Tanky. Ja, dann ignoriere mich halt. Komm, ich kann da noch was raushauen. Oh mein Gott, dann hat meine Ult verkackt. Ist okay. Warte mal. Hat die sich gerade beschwert, die Quinn, weil der Trash einen Kill genommen hat? Ja, in einem Gefecht kann man da nicht so krass drauf achten. Gut, man kann halt ein bisschen drauf achten, aber halt nicht zu 100%. Was soll das denn? So ADCs hasse ich auch übelst, die dann meinen so, nee, das ist mein Kill. Hey, Mama. Oh. Das sind auch ganz schlimme, weil, keine Ahnung, ich hasse einfach so Runden, wo man verkackt, in Anführungszeichen, einfach nur wegen den anderen Leuten. Und Shivana, man hängt nicht so lange da. Please, ey, du bist ein Opfer. War die da hinten kein Tower mehr? Das ist ganz gut, das kann man eigentlich ausnutzen. So. Ich packe meine Ult auch wieder. Oh mein Gott. Lol. Ja, ich wollte von hinten kommen. Kennst du schon? Ich wollte nie zurücklaufen oder so, ohne Witz. Ah. Oh. Das ist mein erster Kill jetzt. Einfach nur, weil die Shivana so scheiße ist. Ich kann nicht viel machen. Ohne Witz. Ich kann einfach nicht viel machen. Ach, ich glaube, die baut sich eine Hydra. Trotzdem. Und warum hatte die Quinn mit einem Static-Stich? Die hat auch keine Ahnung von ihrem Leben, oder? Oh, ich hasse diese Spieler, weil das sind voll die Möchtegern. Ich bin so ein guter Spieler, aber haben keine Ahnung vom Game-Prinzip. Ich warte jetzt gerade noch 20 Sekunden auf meinen großen Stab. Vom Echo, der hat jetzt 3 Kills aus seinen ganzen Roams und sowas, ne? Und oh. Es ist einfach unglaublich. Und außerdem, warum haben die dann so übelst krass gekämpft? Wenn die gesehen haben, dass der Wukong kommt, dann hätten die direkt zurückgehen müssen. Die haben wahrscheinlich auch nicht mal irgendwie einen gefokust, sondern richtig scheiße gespielt noch dazu. Vermutlich. Oh.
Komm, Jax, mach das. Gut, Jax, das Spiel findest du sehr gut. Ups. Hallo, kann ich aus meiner Lane rausgehen? Hallo? Ein Jungler klaut keinen Farm. Noch was Nettes dazu schreiben. Weil ich brauche halt auch meinen Farm, so. Der wird jetzt sowas von sterben. Echo, Echo, Echo. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Das war ziemlich nice, muss ich echt mal sagen. Zu 106, aber er hat halt viele Kills. Das macht den Echo halt stark. Von warum ist er jetzt dauerhaft in der Top-Lane? Das fuckt mich auch übelst ab. Oh, Shyvana, verpiss dich, wenn du mir noch einen Minion klaust, ne? Ich schwöre. Da fehlen auch irgendwie jetzt alle wieder. Oh mein Gott. Danke, wer hat den gesmited? Hier, Echo, Echo, Echo. Wo ist er denn jetzt? Da. Lol. Ach, da. Doch, wo ist der? Ach, der hat geultet, glaube ich. Ah! Ja, Blätter lassen stehen, das ist auch sehr gut. Okay. So, jetzt würde ich wenigstens für alle, die es jetzt bekommen. Bam. Sehr gut, Kenner. Okay. Okay. War doch an für sich ganz gut. Ich meine, ich habe nicht viele Kills rausbekommen. Ich habe gar keine Kills bekommen. Aber ich habe jetzt Assists bekommen. Das ist auch ganz gut. Ich meine, wir müssen die Runde nur gewinnen. Wenn ich gerade ein bisschen schlechter spiele, ist ja nicht so tragisch. So. Ja, gut Job Team auf jeden Fall. Das war echt okay. Von mir haben wir den zweiten Drake bekommen. Die haben, glaube ich, noch gar keinen. Wenn ich mich nicht täusche. Okay. Oh, da ist Rengo wieder. Das Problem ist, ich habe gegen Echo im 1 gegen 1 keine Chance. Woher hat er jetzt bitte 121 Farmen wieder? Woher? Das ist einfach unglaublich. Und vor allem, warum macht Shyvana den Blue Buff? Die hat keinen Mana. Ohne Scheiß. Ist sie dumm? Ja, okay, ist sie. Das steht außer Frage, ne? Aber ich muss ihn irgendwie outplayen, aber ich weiß nicht wie. Oh mein Gott. Ich sehe einfach keine Möglichkeit, den zu outplayen. Das ist das Problem. Ja, Shyvana, ist okay. Du kannst eh nichts reißen. Du bist scheiße, kennst du schon. Wow. Komm. Danke. Das war sehr gut. Good job auf jeden Fall. Noch gerade ein paar Minions auspushen hier. Jetzt nur gucken, dass der Wukong nicht kommt und mich irgendwie kriegen will. Egal. So, jetzt einfach mal back. Ich habe jetzt Dudens Echo.
War zwar nicht so optimal, der Kampf war wirklich gefailt, muss ich sagen. Meine Ulti war ziemlich verkackt. Weil ich hab nicht damit gerechnet, dass er seine Ulti macht. Aber hey. Ludens Echo für mich. Noch ein bisschen Heiltränke. Ich kaufe mir mal gerade noch ein paar Wards. Ah, ich hab nicht genug Geld. Okay, ich kaufe mir mal den Sweeper. Muss ich mir auch mal angewöhnen, das Ganze zu machen mit Sweeper und Ward und sowas, weil, naja. Ist schon wichtig. Vor allem, weil wenn ich Level 30 bin, ich ja direkt mit Ranks eigentlich anfangen möchte und da sollte man sowas schon angewöhnen. Vision. Vision, Vision, Vision. Ja, 90 Sekunden Cooldown ist schon viel, aber dafür hat man auch eine 0,9er Skalierung. Ist natürlich ganz okay. Mal vorsichtig aber hier in Ward reinsetzen. Okay. Ich komme mal nach oben. Ich hoffe, ich schaffe das. Wollte helfen. Sehr gut. Jetzt kann man eigentlich damit rechnen, dass Echo kommt. Muss man ziemlich aufpassen jetzt. Ist hier der Blue Flash da? Nee. Das Echo. Ist es eine Idee, gegen ihn zu kämpfen? Oh mein Gott. Good job soweit. War zwar nicht so optimal, weil ich noch gestorben bin, aber er hat halt geultet. Und ja, das hat mir ziemlich viel Schaden gemacht, ja. Ne, der Turm hat auch ziemlich viel Damage reingedrückt, aber es war okay. Alles in allem war es wirklich in Ordnung. Ich glaube, ich rush jetzt nicht ein bisschen, obwohl, was haben die noch so? Nee, eigentlich lohnt sich das nicht. Aber Echo, weil er ist halt bei mir. Und er hat seinen Rabadon schon. Wow. Verdammt. Dann kaufe ich noch nichts. Ist okay. Ah, ich könnte mir noch Wards kaufen. Ja, doch. Okay. Ist es in Ordnung? Hier steht mein einer Ward noch. Ich hätte mir auch einen Pink Ward kaufen können, aber egal. Nicht so tragisch. Er soll die Krabbe machen. Krabbe ist immer gut. Egal. Was ist eigentlich gerade mit Quinn passiert? Ich kann es einfach gar nicht definieren. Warum ist Rengo jetzt in der Mitte? Ja, schön gepinkt, ne? Okay. Und ist jetzt noch ein Ward etwa beim Drake. Vor allem, weil der auch ab ist und so. Wollen die denn jetzt machen oder was? Sie könnten baiten. Eventuell. Ich weiß auch nicht, was sie gerade vorhaben. Jinx noch Flash, das ist auch immer sehr gut. Vorsicht, da kommt Echo. Oh. Oh mein Gott. Wo ist der Rest? Warum machen die denn den Dragon? Sind die behindert oder so? Man macht doch nicht in so einer Situation den Dragon. Hallo? Ich meine, schön und gut, dass sie den gemacht haben, ne? Aber trotzdem. Man macht den einfach nicht. Oh Gott, aber der Echo, der macht viel zu viel Schaden. Ha. Ah, ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Was kann man jetzt eigentlich noch machen? Nee, lohnt sich alles nicht. Ah, schauen wir einfach mal das hier. Mal gucken, was sich daraus dann entwickelt. Ich meine, meine KD ist gerade voll für den Arsch. Die Runde läuft nicht wirklich gut. Ziemlich toxische Teammates, aber ist okay. Na komm, mach den Rengo doch. Ich hab doch nicht umsonst meine Wards da drin. Let's go, Kinder. Hat er geflasht, aber ist okay, du bist schneller. An enemy has been slain.
Gut. Ja. Ist noch alles dran. Ich lauf mal hier hin. So. Er hat Lunds Echo-Schlag abbekommen. Auch immer schön. Ah, wenn wir jetzt hier ein bisschen in die Mitte pushen, sollte eigentlich okay sein. Ich habe meine Ult auch wieder, das ist auch immer sehr gut. Ja, yo, ist klar, Tower, ey. Ich habe noch Tränke, die ich nicht brauche. Ich denke mal hier Preventen und so. Junge, wo war der Rest vom Team auf einmal? Hallo Echo? Hallo, warum haben die den Echo jetzt nicht genommen? Oh mein Gott, wirklich? Meinen die das ernst? Vor allem Jax. Ich könnte gerade so ausrasten wegen Jax, ne? Wäre der da gewesen, hätten wir einfach alle. Wären wir wahrscheinlich alle noch am Leben und so und alle anderen wären tot. Gut, ich meine, es ist gut, dass ihr den tötet. Das ist natürlich voll okay, ne? So ist das nicht. Aber keine Ahnung. Ja, Jax ist schon fett. Oh, er hat ein Blade of the Ruined King. Das finde ich ganz gut. Ja, ich muss Rabadons rushen. Ich mache einfach zu wenig Schaden. Und irgendwie, keine Ahnung, ich verkacke gerade ziemlich. Oha, da unten müssen die ziemlich aufpassen. Ja, der hat gegen Echo wahrscheinlich keine Chance. Lol, abgesehen davon, dass Echo gerade voll seinen Slow verkackt hat, aber es ist natürlich gut für Jax. Ich wollte jetzt in seine Richtung laufen, aber. Oha. Lauf doch hier runter oder so. Oh mein Gott. Scheiße. Da steht ein Pink Ward, cool. Nein, Alter, wie heute alle meiner Ult dodge, ne? Das ist unglaublich. Ah! Da kommt Rengo, 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 Rengo. Einfach mal igniten, ne? Okay. Einfach mal aus Prinzip igniten. War doch okay soweit, würde ich mal sagen. Hui! Was hörst du für komische Geräusche? Machen die Baron oder was? In so einer Runde, die ich alleine gespielt habe, war immer richtig geil. Die war so übelst knapp, so die ganze Zeit. Also, beziehungsweise es hing die ganze Zeit so voll auf unserer Seite alles. Und dann irgendwann haben wir es doch noch gerissen. Aber einfach nur, weil einer von denen alleine, so eine Fiora, den Baron machen wollte. Und ich habe sie halt dabei gestürzt, sie getötet. Und dann war die Sache auch gegessen. Lol. So. Läuft doch, würde ich mal sagen. Komm. Rengo, Rengo, Rengo. Das ist ein böser Rengo im Jungle. Komm. Die Runde läuft doch okay soweit. Ich bin ja für Back, ne? Weil ich kann mir jetzt auch was Gutes noch leisten. Okay, das heißt, ich habe jetzt nur 340 AP, das ist echt nicht viel. Aber dann mit Rabadons schon mal mehr. Ne, Homeguard-Putz lohnt sich eigentlich gar nicht. Ja, ich gehe mal gerade mal ganz schnell in Richtung Abyssal und hole mir gerade mal so einen kleinen Mantel. Okay, das war eigentlich nicht gut, da reinzugehen. Oh, wow. Ha, die Laterne. Wir haben jetzt Super Vasallen, weil wir den Inhib gekriegt haben. Auch sehr, sehr schön. Ich habe Angst, dass die irgendwas Böses versuchen, aber den machen die auf jeden Fall nicht. Die könnten Drake machen. Okay. Obwohl, ne, machen die, glaube ich, nicht.
Oder? Irgendwer alleine? Ach, Drake ist ab. Ich könnte einen Drake machen. Ach, da nicht. Okay. Ja, okay, 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 okay. Ich bleib einfach mal hier. Ich fange nicht alleine an. Nee, wie sehe ich denn aus? Sollten wir den wirklich anfangen oder diese. Na, okay, dann greifen wir halt an. Ist okay. Auch gut, das haben wir jetzt noch den nächsten Dragon, das finde ich auch ganz gut. Okay, okay, okay. War schon mal ganz okay, würde ich mal sagen. Und der Jax, der kann jeden alleine töten. Inzwischen, der ist ziemlich fett. Oha, wie er flasht, aber es irgendwie nicht viel bringt. Lol, die haben aufgegeben. Nice. Good job. War eine echt schöne Runde, muss ich ja mal sagen. Oh Gott, aber ich mache erstmal eine Pause, bevor ich wieder aufnehme. Ich brauche mal nach jedem Match eine Pause. Es ist immer viel zu krass, keine Ahnung. Ich muss meine KD mal gerade gucken, hier nach. Weil ich weiß die gar nicht, ob sie jetzt gut oder schlecht war. Ja, 7, 6, 10, das ist okay. Ja, Level 2 mit 6. Woo! okay, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und die Audioqualität ist jetzt wieder viel, viel besser als vorher. Und ja, bis zum nächsten Mal.